Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SW Content. Heute bin ich tatsächlich so ein bisschen nervös. Das liegt an dir. Das mache ich nicht oft. Herzlich willkommen in der Schweiz. Dankeschön. Herzlich willkommen in unserem Outdoor-Ausbildungsgelände. Unter anderem für die Ausbildung mit der Armbrust von Steamboat. Wer bist du? Ja, also ich bin Gerald, ich bin der Chef von Steamboat und ich freue mich sehr, hier da zu sein. Und ich habe etwas mitgebracht für dich, Stefan, etwas ganz Besonderes. Das ist die heißeste und beste Armbrust, die wir je gebaut haben. Da ist eine M10 drin wahrscheinlich, ne? Yes. Das war ja eine lustige Geschichte. Die wurde von Österreich am Montag abgeschickt. Die kam bei uns leider bereits am Dienstag an. Heute ist Freitag und wir mussten bis heute warten. So ist es. Das heißt, jetzt ist der Moment. Wir nehmen euch mit. Wir packen das zusammen aus. Und alles, was es zu erzählen gibt. Genau. Dann wir vielleicht zu. Ein Wort vorab für all die Zuschauer, die da jetzt gleich zum Sabern auf gut Wienerisch beginnen und sich freuen. Das ist eine speziell für dich von mir aufgebaute. Die Serienversion ist dann so wie alle unsere Armbrüste in einer schönen Kartonschachtel und so. Das ist halt jetzt wirklich final montiert. Kann sich jeder Kunde natürlich selbst so zusammenstellen, aber so kannst du sie serienmäßig nicht kaufen. Oh. Wirst gleich sehen. Puh, das kommt anders daher als erwartet. Das Herkömmliche, ne? Yep. In einer Box. Genau, diesen schönen Koffer, den haben wir auch im Sortiment, aber der ist nicht standardmäßig Teil der M10. Boah, krass. Das ist richtig edel. Ja, wie sich's für eine edle Waffe gehört, ne? Eigentlich in einem geeigneten Waffenkoffer. So ist es. Schön auch absperrbar, falls das irgendwo gefordert ist. Müsste der richtige Weg sein, ne? Oh, schön. Schön. Das ist das schöne Stück. Die ist bereits zusammengebaut. Genau. Also du hast im Prinzip... soll ich sie dir kurz zeigen? Ja, bitte. Perfekt. Bitte. Ich sehe zum ersten Mal den neuen Stock. Ich habe mich natürlich informiert. Also Klappschaft, da hineindrücken, lösen. Der neue Hinterschaft ist absolut spielfrei, längenverstellbar. Mhm. Wir haben eine Wangenauflage. Ja. Die einzige Wangenlage am Markt, die wirklich hier formschlüssig verriegelt ist, du kannst auch die 150 Pfund über die Wangenauflage spannen, das kann nicht einklappen. Und du hast hier so einen Takedown-Pin. Kannst du das auch machen? Wofür einsetzen? 55 Pfund. 75 ist Standard bei der M10. Und das Ding ist fertig. Magazine bereits befüllt, für sich, wie es sich gehört. Das ist richtig, richtig schön. Kimmelkorn, Ironside. So ist es. Die neuen Picatinny-Schienen. So ist es. Linke und rechte Seite, neue Foregrip. Exakt, mit einem Fach. Du unter Umständen eine Ersatzzähne oder was unterbringen kannst. Habe ich gesehen. Und der neue Stock mit der neuen Sicherung. So ist es. Du siehst, ich bin schon ein bisschen informiert. Sehr informiert, ja, absolut. Das sind ja alle Neuerungen, die wir wirklich sehr zusprechen, wie beispielsweise die Möglichkeit, den Sling direkt zu montieren. Und richtig auch für mich. Mit Schnellverschluss, also mit Drücken, runter. Ja. Übelst. Gefällt mir. Übelst. Und die lässt du hier oder nimmst du die wieder mit? Das ist deine. Ist meine persönliche. Das ist deine persönliche. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Dann werden wir morgen am Kurs die zum ersten Mal so ein bisschen in Action sehen. Oder? Würde ich auch sagen. Und du hast noch eine zweite mitgebracht ich für dich. Ich habe eine zweite für mich mitgebracht, ich kann ja nicht nachstehen. Die müssen wir dann auch noch vorbereiten. Ja. Ja, wenn du Lust hast, möchtest du, ich habe schon ein bisschen zusammengefasst, vielleicht ein bisschen detaillierter für dieses Video, die Beweggründe, alles was neu ist, deine Gedanken dazu präsentieren. Ja, sehr, sehr gerne.